Feuerwerk wird ja nicht nur in den Himmel geschossen. Es gibt auch die sogenannten Sonnen. Sonnen, das sind so lange aufgewickelte Schläuche, die sich durch ihren eigenen Rückstoß drehen. Klingt kompliziert, aber kein Problem. Was das ist, wie das gemacht wird und wie das funktioniert, das seht ihr jetzt. Was jetzt kommt, das kennt ihr alle, habt es vielleicht selber schon mal gemacht. Wenn man einen Luftballon aufpustet und lässt den los, dann turnt der von alleine taumelt so durch die Gegend. Bei uns halt im Garten. Kann man aber noch ein bisschen anders machen. Wenn man einen Bindfaden nimmt, darauf einen Strohhalm auffädelt und diesen Luftballon jetzt mit Klebeband an dem Strohhalm befestigt, dann fliegt er nicht mehr unkontrolliert durch den Garten, sondern der steigt an diesem Bindfaden entlang hoch bis zum Baum. Und wenn dann kein Rückstoß mehr da ist, so nennt man das Prinzip nämlich, dann kommt der Strohhalm mit dem leeren Luftballon wieder runter. Dieses Prinzip des Rückstoßes kann man aber auch noch anders zeigen. Das ist ein Zahnputzbecher, der hat unten ein Loch. Das muss man jetzt erstmal zuhalten und oben in den Zahnputzbecher Wasser reinfüllen. Wir haben das mal farbig gemacht, dass man es besser sieht. Der Zahnputzbecher ist in so einem kleinen Styroporschiffchen und wenn man das jetzt in die Badewanne setzt, macht den Finger los, dann fließt das Wasser hinten raus und durch diesen Rückstoß auch wieder bewegt sich das Schiffchen nach vorne. Das gleiche Prinzip. Und dieses Prinzip gibt es natürlich nicht nur in der Badewanne, sondern das benutzt man auch, um zum Beispiel solche großen Raketen ins Weltall zu schießen. Dabei entsteht der Rückstoß dadurch, dass was verbrannt wird. Das funktioniert aber nicht nur im Großen, sondern auch bei witzigen kleinen Dingern, die ihr alle kennt und die es jetzt zu Silvester wieder gibt. Und die Geschichte dazu fängt in diesem schönen Fachwerkhaus an. Außerdem spielen mit 4 verstreute Häuschen im Wald. In diesem Fachwerkhaus wohnt die Frau Sonntag. Die hat auf dem Tisch liegen sowas ähnliches wie Packpapier, das streicht sie mit Tapetenkleister ein, und ein Metallstab. Und um diesen Metallstab wickelt sie jetzt das mit Tapetenkleister eingeschmierte Papier und macht Röhrchen draus. Hier kann man es wahrscheinlich noch mal ein bisschen deutlicher sehen. Einschmieren, um den Stab legen, drum wickeln, Röhrchen, fertig. Und so sieht das Röhrchen dann aus, aber es ist noch nicht ganz fertig. Die Frau Sonntag macht nämlich noch was. Solange der Tapetenkleister noch flüssig ist und klebt, presst sie das eine Ende jedes Röhrchens mit so einer Maschine hinten zusammen. Und dann sieht das so aus, am Ende mit so einem Riffelmuster. Und alle diese Röhrchen, die die Frau Sonntag gemacht hat, kommen jetzt zum ersten Häuschen in dem Wald. Und in dem ersten Häuschen steht so ein Metallding, da werden die eingesteckt. Mit dem zugekniffenen Ende nach oben, also mit dem offenen nach unten. So immer 60, 70, 80 Stück in ein Teil. Oben kommt noch ein Gummiband drum, damit das Ganze nicht fliegen geht. Und dann wird es in einen anderen Raum rund ums Haus getragen. Und jetzt sieht man, wenn man es andersrum sieht, dass das eigentlich ein Trichter ist, dieses Metallteil. Das wird auf so ein Gestell gestellt und da soll das dann irgendwann befüllt werden. Aber was da reinkommt, wird im zweiten Häuschen im Wald gemacht. Und das ist nicht ganz ungefährlich. Da kommt zunächst mal ein Topf auf eine ganz genau gehende Waage. Und als erstes werden da so ein paar Chemikalien, die zusammengemischt sind, reingesetzt, reingeschüttet. Da ist auch ein bisschen Schwefel drin und das muss ganz genau gehen. Der schaut immer wieder ganz genau auf die Waage, weil es staubt, hat er eine Gesichtsmaske an. Und wenn das drin ist, genug, dann kommt als zweites ein helles Aluminium dazu. Auch das muss wieder ganz genau gehen. Wenn das drin ist, dann kommt nochmal Aluminium dazu. Das ist aber dunkleres. Auch da geht's aufs Gramm genau. Noch ein bisschen. So, und jetzt ist das fertig. Und dann wird diese Mischung mit dieser Sackkarre ganz nach hinten gefahren ins dritte Häuschen. Das ist das ganz kleine hinten am Wald. Und weil das nicht ganz ungefährlich ist, ist davor eine Kette und ein rotes Blinklicht. Und weiter als bis hier durften wir mit der Kamera auch nicht. Und hinten in diesem letzten Häuschen da, da ist ein Ding drin, das heißt Taumelmischer. Und wir haben mal einen leeren aufgenommen, weil wir sonst nicht mit hin durften. Und da drin werden diese ganzen Dinger jetzt durcheinander gemischt, diese ganzen Chemikalien und das Aluminium und so. Und während gemischt wird, leuchtet vorne das rote Blinklicht und die Kette ist zu, damit niemand hinkommt. Ist das mit dem Mischen erledigt, wird der Topf wieder zurück ins erste Häuschen gefahren, wo diese ganzen Röhrchen auf diesem Gestell stehen. Und da wird dieses Pulver jetzt von diesem Topf über den Trichter in diese ganzen einzelnen Röhrchen eingefüllt.
Aber weil das so gefährlich ist, kann man das nur von einem Nebenraum machen. Von da aus wird eingeschaltet und was da passiert, kann man nur durch eine Scheibe beobachten. Da sieht man, wenn man genau hinschaut, wie dieses Pulver durch den Trichter langsam in die Röhrchen eingefüllt wird. Wenn das erledigt ist, dann kommen die Röhrchen, die befüllten, jetzt in den Nebenraum. Da sitzt noch eine Dame und die macht Folgendes. Die nimmt jetzt das offene Ende, durch das eben eingefüllt worden ist, macht ein Klebeband drumherum und eine Zündschnur und drückt alles zusammen. Sieht man schon, macht ihr nicht zum ersten Mal. Also, wie sieht das aus? Klebeband nehmen, drumherum wickeln, Zündschnur oben reinstecken, das Ganze zusammendrücken und dann sieht es am anderen Ende so aus. Jetzt ist es eigentlich fertig, aber doch noch nicht ganz. Sie schiebt diese Röhrchen, die jetzt so fertig sind, durch ein Loch in der Wand. Eben, weil es so gefährlich ist. Und auf der anderen Seite von dem Loch, wieder in einem separaten Raum, steht eine Presse. Da kann man sie sehen. Die Röhrchen laufen durch diese Presse durch, kommen dann raus, fallen in so einen Vorratsbehälter. Und was ist in dieser Presse passiert? Vorher sah das Röhrchen so aus und nach der Presse ist es flach geworden und oben hat solche Riffeln. Und die sind ganz wichtig, denn diese Dinger sollen noch aufgewickelt werden. Und das passiert hier in diesem vierten Häuschen im Wald und das macht diese junge Dame. Die werden mit dem einen Ende eingespannt in so ein gelbes, rundes Plastikteil. Gleichzeitig wird das Ganze verklebt und dabei aufgewickelt. Und dann wird es abgenommen und ist fertig. Es dreht sich vorwärts und rückwärts. Also erst gelbes Plastikteil drauf, mit dem einen Ende einklemmen, rumwickeln, gleichzeitig festkleben und fertig. Und damit sind wir wieder bei dem Prinzip Rückstoß von ganz am Anfang. Also, wenn man diese Zündschnur anzündet, dann bildet sich auch da ein Rückstoß und diese Sonne, so nennt man die Dinger nämlich, beginnt sich zu drehen. Und weil sie in der Mitte festgenagelt ist, kann sie ja nirgendwo anders hin, als sich um die eigene Achse zu drehen. Das Gleiche könnte man natürlich unter Umständen auch mit zwei Luftballons machen, sähe aber nicht so schön aus. Und diese sogenannte Sonne ist natürlich ein Feuerwerk, das man zu Silvester braucht. Und weil es so schön ist, war es nochmal in Zeitlupe aufgenommen. Und damit ist auch Ende unserer Geschichte und Ende des Rückstoßes.